Wir sind an der Gala-Ernte. Das ist rund 10 Tage früher als sonst. Die Qualität ist super. Schöne Ausfärbung, schöne Grösse. Wir haben hier schon geerntet. Auch andere Sorten kommen jetzt, Arlet, Elstar, wo wir um diesen Punkt ernten. Wir haben rund 30 verschiedene Äpfelsorten. Also sind wir jetzt eigentlich 5 Wochen ziemlich voll dran. Wir ernten bei den Äpfeln nur einen Teil. Das heisst nur die reifen Früchte. Wir gehen ca. 3 Mal, im Durchschnitt 3 Mal durch pro Baum und nehmen immer die reifen Früchte weg. Und dann sieht es so aus, wie es jetzt aussieht, noch einmal durch. Dann warten wir etwa eine Woche bis 10 Tage. Die sind zwar schon ein bisschen rot, aber noch nicht genug, dass sie reif sind. Auch die Grundfarbe ist noch zu wenig gelblich, dass wir die noch ein bisschen hängen lassen. So können die schön noch ein bisschen nachreifen. Die letzte Ernte, die dritte, ist dann auch viel Mostobst. Das sind dann die, die wir beim Ausdünnen vielleicht nicht so gut rausgeschnitten haben, die hier unten, die dann auch nicht mehr rot werden bis zum Schluss. Die Äpfel oben tun wir hier in die Balloxen rein ernten. Von oben, da kommen wir gut dazu mit der Hebebühne. Und von unten tun wir es gerade in die Hinterbaloxen. Kommt immer die Oberbaloxen, tun wir nachschieben und zu den hinteren. Wenn die voll ist, tun wir sie runterlassen. Und dann kommt die Ober wieder hinteren. Vorne haben wir dann jeweils die leeren Balloxen, die wir dann wieder in die Mitte aufnehmen. Und so geht es immer. Wir machen eine Grobsortierung, weil die Äpfel in der Balloxen teilweise 10-11 Monate gelagert werden. Tun wir die, die etwas wüster sind oder kleiner, zu wenig Farbe haben, sonst etwas angetatscht sind, tun wir hier aussortieren. Das gibt dann Most. Tun wir selber Most pressen. Und da rein kommen dann eigentlich nur die, die für den Verkauf gedacht sind, weil wir die vor dem Lager nicht mehr sortieren. Wenn die Äpfel von der Hebebühne abgeladen werden, dann gehen wir es holen mit dem Traktor. Einzelne Balloxen, eine um die andere. Wir haben alles recht nah. Da hinten ist gerade das Betriebsgebäude, der Solaranlage. Und dann haben wir hier keinen weiten Weg zum Fahren. Nach der Ernte tun wir es reinnehmen und wägen. Es sind netto 300 Kilo. Wir tun es anschreiben, die Sorte. Das Eis heisst, das ist der Erntedurchgang, der erste Erntedurchgang und das Erntedatum. Gerade in den Kühler gestellt und auch aufeinander biegen. Angefressene, abgepickte, faule Äpfel gehen wir am Boden. Die werden überfahren und dann vermulcht. Und das gibt dann auch wieder organisches Material, Humus, wo man da gut könnte
brauche in der Obstanlage.